spielen wir noch ein bisschen weiter. Übernehmen wir noch eine extra Schicht. Die zweite Doppelschicht. Es gibt noch Patienten, die wir uns kümmern müssen. Guten Abend. Würde gerne mit Ihrer Behandlung beginnen. Können Sie mir etwas mit ihm erzählen, wie es ihm geht? Mir tut alles weh. Bitte tun Sie irgendwas. Oh Gott. Kann ihm, glaube ich, nicht helfen. Noch die richtigen Tasten. Oh Gott, bin ich schlecht. Oh je. Yeah. Ihr Körper kämpft gegen irgendwas. Und wir werden so schnell wie möglich herausfinden, was. Danke, hoffentlich ist das nicht ansteckend oder ist hier immer so viel los. Machen Sie sich keine Gedanken. Meine Kollegin schaut dann gleich wieder nach Ihnen. Oh, verdammt. Der Patient. Guten Abend. Bitte. Ich kann kaum atmen. Oh weia. Müssen wir das Spiel auf jeden Fall hinkriegen. Haben kein gelbes Plus. So. Wir können also nur ein gelbes Minus vergeben. So, blau muss plus oder nicht? Ne, blau muss gar nicht. Blau minus und das. Okay, grün müssen wir zum Minus kriegen, aber rot müssen wir. Wie sieht so aus? Ne, orange muss dann noch mehr. Okay, jetzt haben wir zu viel Blau. Alles andere ist richtig. Könnte es so klappen? Vier Tabletten, sieht richtig aus. Blau ist richtig, orange ist richtig. Ja, sieht alles gut aus. Ah, fantastisch. So, Sie bekommen die neuen Medikamente gleich von meiner Kollegin. Danke. Ich will nicht sterben. Wir tun alles, damit es Ihnen schnell wieder gut geht. Das verspreche ich Ihnen. Diesmal habe ich es relativ gut gemacht, deswegen dem wird es gut gehen, auf jeden Fall. P31. Guten Abend. Ihre Kollegin meint, ich bekäme eine Spritze. Hilft sie gegen die Schmerzen? Das hoffen wir. Mit etwas Glück können sie danach ruhig schlafen. Was habe ich mir da nur eingefangen? Muss ja irgendwas Großes sein, wenn hier so viel los ist.
Na komm. Fast. Recht für nah. So, das war's mit der Spritze. Hoffentlich wirkt sie schnell. So schlecht ist mir echt noch nie. Wir checken sie so schnell wie möglich durch. Versuchen Sie da bis dahin etwas zu schlafen. Machen Sie bitte schnell. Irgendwas stimmt echt nicht bei mir. Ein Virus oder irgendwas, was hier los, dass so viele brach liegen. Oh je, tut mir leid. Im vierten ist es noch voller als hier. Alle Betten belegt. Es wurde schon darüber gesprochen, wo man noch Betten untergehen könnte. Dann gab es auch noch einen Zwischenfall. Eine ältere Dame ist kollabiert. Ich musste noch eine Weile mit anpacken. Und dann konnte ich mich bloß so schlecht aus und atme erstmal durch. Besser? Besser. Wie lief es hier? Ich bin soweit mit allem durch. Darf ich mal sehen? Naja, besser diesmal. Ein B. Es scheint dir allen besser zu gehen. Schön zu wissen, dass ich dir im Notfall meine Aufgaben anvertrauen kann. Ich versuche, mich bald zu revanchieren. Danke, dass du übernommen hast. Wie fühlst du dich? Das war hart. Ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Das kann ich gut verstehen. Danke, dass du hier übernommen hast. Hast du schon etwas von Karl gehört? Nee. Jetzt, wo du sagst, er hat sich nicht gemeldet. Sollten wir mal nach ihm anrufen? Vielleicht hat er Neuigkeiten für uns. Einverstanden. Und? Nichts, er geht nicht ran. Oh, das ist schlecht. Seltsam, ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Finde, Mia, bitte kommt schnell. Dem Patienten im 302 geht es sehr schlecht. Wir kriegen ihn nicht stabilisiert. Oh, verdammt. Ist doch hoffentlich nicht der Demonstrant. Das würde es zum Überlaufen bringen. Mia, Finde, schnell. Helfen Sie mir, den Patienten zu stabilisieren. Doch, das ist er. Die Krämpfe werden immer stärker. Personen ist nicht ansprechbar. Wir müssen. Das war doch ein Sabotageakt, oder nicht? Der wurde auch von einem anderen Demonstranten. Was? Dr. Kukowski, ich. Seien Sie still. Sandra, nehmen Sie die Daten des Verstorbenen auf. Der Patient litt unter unregelmäßig starken Bauchkrämpfen. Wir haben starke gastroinsterale Blutung festgestellt. Das war doch, wie der die Kleidung hatte, war der war doch ein Arzt. Der wurde wahrscheinlich zusammengeschlagen, wie ich das sehe, wenn ich das richtig von mitbekommen habe. Oh Mann. Dr. Linwood hat von einer chirurgischen Behandlung abgeraten. Blutwerte sollten gleich ausgewertet sein. Wir wissen, dass die Blutungen durch einen bakteriellen Befall ausgelöst wurden. Alles Weitere werden wir bald wissen. Gehen Sie jetzt bitte. Können wir etwas tun? Ja, das können Sie. Mir ein wenig Raum geben und sich ausruhen. Aber brauchen Sie nicht auch eine Pause? Nicht jetzt. Dieser Krankheitsfall ist extrem. Ich werde mich mit Dr. Gutierrez beraten und auf die Werte von Dr. Halligen warten. Ich brauche sie morgen frisch und ausgeschlafen. Wenn dieser Patient nicht aus dem Nichts erkrankte, könnte es anderen auch so gehen. Auch wenn nichts auf eine direkte Ansteckungsgefahr hinweist. Seien Sie vorbereitet. Morgen wissen wir mehr. Ui, das dürfen die Demonstranten nicht erfahren. Dann gibt es ja Randale. Und zumindest sind wir irgendwie durchgekommen. Okay, mit dem Fahrrad können wir nicht interagieren, auch wenn wir gut sind. Schnell schlafen gehen.
Was für eine Nacht. Egal, auf ins Krankenhaus. Meine Ohren klingeln immer noch von dem Lärm gestern. Jetzt gerade ist aber alles ruhig. Seltsam. Dann mal auf. Wird noch. Niemand hier. Stadt ist wie ausgestorben. Es wird noch lauter, wenn wir zum Krankenhaus kommen. Bestimmt. Da gibt es noch Ärger. Aber erstmal zum Fluss. Das muss sein. Die Zeit nehmen wir uns. Oha. Nanu, wo ist denn Frauke? Da liegt nur ein Bündel Zweige mit einem Zettel daran. Hey, Finny. Der Wohnwagen hat nicht gereicht für mich und meine Schwester. Wir sind in eine größere Wohnung gezogen, in Fuchstal, weit weg. Ich habe dich alles gelehrt, was ich weiß. Und viel von dir gelernt, Flussmeister Finny. Werde dich und den Fluss vermissen. Leb wohl, Frauke. PS. Ich hoffe, du hast Freunde, mit denen du zusammenhalten kannst, wenn die Strömung zu stark wird. Ein schöner Flussgedanke. Sehr schade. Hier können wir nicht rein. Schade. Und dann mal auf zum Job. Auf zur Arbeit. Jetzt bist du immer noch hier. Wieso hat dich niemand abgeholt? Nee, fahren wir mit dem Bus. Ist vielleicht sicherer. Oh, ein Krankenwagen, noch ein Krankenwagen. Eigentlich ist die Krankenwagenzufahrt doch am Hintereingang. Oh, weia. Demonstranten, alle weg. Was ist hier los? Ich sollte mich beeilen. Ich ahne Schreckliches. Weia. Mit dir will ich eigentlich nicht reden. Mein Bauch brennt wie Feuer. Ich glaube, ich kippe gleich um. Dann tu das bitte. Wäre nicht schade um dich. Ich meine, das wäre schon schade, das wäre schon, das wäre sehr traurig. Ingrid, was? Finde ich, kann jetzt nicht wirklich nicht quatschen. Wir werden gerade überrannt. Stationen sind so gut wie voll. Es kommt immer mehr Leuten mit denselben Symptomen. Versuche gerade mehr Betten zu organisieren. Mach dich nützlich, ab auf die Station. Hat man nicht einen freien Tag? Oh je. Yeah. Mir bricht von der Pandemie aus. Oder zumindest eine Epidemie. Auf den Gängen liegen sie jetzt schon. Ganz schön voll hier. Wie war die Nacht? Frag nicht, frag nicht. Ich habe mehr Kaffee als Blut im Körper. Willst du nicht mal eine Pause machen? Nein, nein, Pausen machen wir später.
Wir sollen alle im Pausenraum versammeln. Dr. Kruklowski hat was zu sagen. Es kommt mir sehr gelegen. Ich wollte mir gerade einen Kaffee holen. Den 50. wahrscheinlich. Oha. Katastrophe. Guten Morgen. Ich möchte Ihnen nur kurz etwas mitteilen. Dr. Kukowski, Sie sehen müde aus. Waren Sie überhaupt nicht zu Hause? Wir sind inzwischen ein wenig schlauer, brauchen jedoch noch etwas Zeit. Das Bakterium ist aggressiv. Wir konnten es ein wenig eindämmen. Jedoch kommt es nach wie vor manchmal zu inneren Blutungen. Aber darum habe ich Sie nicht hergebeten. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, sind die Stationen voll. Zudem haben wir bereits einige Krankheitsfälle in der Belegschaft. Wenn im Laufe noch mehr Personen aufgenommen werden, haben wir unsere Grenzen erreicht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir im Zweifel Personen abweisen müssen. Aber ja, ich weiß. Auch für mich ist das neu. Aber wir haben keine Wahl. Sie werden bereits auf weitere Krankenhäuser im Umland verteilt. Aber das nächste Krankenhaus ist über eine Stunde Autofahrt. Behandeln können wir Sie hier nicht mehr. Ich möchte, dass Sie diese Information zur Kenntnis nehmen. Wir können doch die Leute nicht einfach wieder auf die Straße schicken. Sie wissen doch, dass die Leute vielleicht ernsthaft krank sind. Ja. Moment, Dr. Kokoski. Karl, was machen Sie hier, Karl? Sie wissen, dass Sie aktuell nicht befugt sind, hier zu sein. Ja, bla bla. Jeder Luftkopf hat mitbekommen, dass das Krankenhaus aus allen Nähten platzt. Scheinbar, sonst wären Sie ja jetzt nicht hier. Ich kann mir doch nicht einfach angucken, wie hier die Leute abnippeln. Nur wegen einer dummen Beurlaubung lasse ich euch da doch nicht hängen. Was soll denn schon passieren? Dr. Theobald hat sich in Luft aufgelöst. Soll er doch kommen und ziemlich eigenhändig hier wieder rausschmeißen? Und was ist Ihr Plan? Wollen Sie sich ein zweites Krankenhaus aus den Ärmel zaubern? Das muss ich gar nicht. Station im 5. Stock. Dr. Kukowski, wir können Sie wieder in Betrieb nehmen. Da oben ist jede Menge Platz und die meisten Betten stehen auch noch da. Die Station wurde vor seit Jahren nicht in Betrieb genommen. Und die bessere Option ist es, die kranken Leute wieder nach Hause zu schicken. Nun gut, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber nun sind Sie ja eh schon hier. Bringen Sie die Station im 5. Stock so schnell es geht mit zum Laufen. Ich werde Karl dabei helfen. Wundert mich nicht, dass Sie sich freiwillig melden. Ich gehe ins Labor zu Dr. Halil und hoffe, dass er gute Neuigkeiten hat. Ja, Sandra. Ich gebe euch diese Station in die Hand. Kriegt ihr das hin? Ja, Kleinigkeit. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg. Zack, zack. Na los, René, wir schauen uns die Station oben mal an. Ansonsten muss sich entschieden werden. Es gibt es tatsächlich. Ist eine traurige Tatsache, aber. Wenn alle Betten voll sind und keine Kapazitäten mehr sind, wenn die Kapazitäten im Krankenhaus erreicht sind, dann wird aussortiert, dann nach Dringlichkeit. Wird dann geguckt. Die es dringend nötig haben, die kurz vorm Sterben sind, werden natürlich aufgenommen. Und der halt. Der Blinddarm muss halt dann einfach warten. Und solche Sachen, die halt einfach, die nicht akut sind, dann muss halt dann einfach, der gebrochene Arm muss dann halt einfach, der muss halt noch ein paar Tage Schmerzen erleiden. Meinst du wirklich, wir kriegen das hin? Bestimmt, hier liegt eine Menge Müll rum und wir haben keinen Strom. Aber wenn wir zusammenarbeiten, kriegen wir das ruckzuck in den Griff. Es muss ja nicht für Jahre funktionieren, nur bis wir diese Welle überstanden haben. Ich schaue mir die Krankenzimmer an. Kümmere du dich um den Gang. Wir müssen hier keine Preise für die beste Innenausrichtung gewinnen. Nur so, dass wir durchkommen. Alles klar. Oh Gott. Der Horrorflur. Hier wird doch gleich was ganz Schlimmes passieren.
aufräumen, Magie. Das sieht doch aus wie neu. Warum haben wir diese Station überhaupt aufgegeben? Hat doch einen schönen rustikalen Charme. Vielleicht wegen dem üblen Schimmelbefall, der ausgemusterten Technik, dem dicken Staub, der überall liegt. Ja, hab's kapiert. Der Staub kam übrigens erst später dazu. Also gut, soweit haben wir alles. Was noch fehlt, ist Strom. Damit kenne ich mich aus. Ich habe mal den Stromkasten in der Chirurgie behandelt. Ich befürchte, diese Station hat keinen Stromkasten. Diese Station ist so geblieben, wie sie ist, als die anderen renoviert wurden. Ich nehme an, die Sicherung für die Station ist unten im Keller. Da ist der Hauptverteiler. Ich gehe nach unten und schalte den Strom an. Gut, ich fange schon mal an, die Betten und Zimmer zu befüllen. Unten warten schließlich genug Leute. Ich hatte schon befürchtet, wir müssen da Leute ablehnen. Und dann kommt es dazu, dass wir den Froschsturz ablehnen und dann, oh, dann gibt es wirklich, dann gibt es gewaltsame Aufstände. Dann werden wir hier noch gelyncht. Und Opferrollen vorstellen. Weggehen muss, weil sein gebrochener Arm nicht so dringend ist. So, das war's auch schon. Ich fühle mich langsam bereit für meine Meisterprüfung als Elektriker. Jetzt schnell wieder nach oben. Karl ist doch auf sich allein gestellt. Wir hätten jemanden gebrochen, aber dann sein kleines Babychen. Da gibt es dann Aufstände. Oha, das ist doch Dr. Theobald. Was fällt Ihnen ein? Wissen Sie eigentlich, was hier los ist? Ja, ja, ich weiß es. Darum bin ich hier. Bitte hören Sie mir einen Moment zu. Ich muss weg. Ich konnte nicht mehr hier bleiben. Ich musste weg. Ich nehme die volle Verantwortung auf mich. Ich wollte immer nur das Beste für das St. Ursula, das müssen Sie mir glauben. Vor einigen Jahren bekam ich den Posten des Chefarztes, jedoch nicht ohne Hilfe. Roman Heydrich hatte damals schon viel Einfluss auf das Krankenhaus. Er bot mir im Zuge einer Umstrukturierung die Stelle des Chefarztes an. Damals dachte ich, das sei der beste Weg, aktiv dem Krankenhaus zu helfen. Ich war noch zu jung und hatte die Stelle nicht verdient. Aber ich habe mitgemacht und Roman hat meinen Vorgänger für mich verdrängt. Wir hatten große Pläne. Am Anfang lief alles ausgezeichnet. Doch Roman machte mir mehr und mehr Druck. Er hatte eigene Interessen. Und er machte vor mir auch kein Geheimnis daraus. Er kam mit kuriosen Ideen zu mir. Wollte mehr und mehr Geld aus dem Krankenhaus ziehen. Aha. Irgendwas sonst nicht. Als ich mich weigerte, fing er an, mich zu erpressen. Ich musste Rechnungen, Bestellungen und andere Nachweise für ihn unterzeichnen. Andernfalls würde er unsere Vereinbarung auffliegen lassen. Und ich wäre als Chefarzt für das verantwortlich gewesen. Darum habe ich mitgemacht, zum Wohle des Krankenhauses. Als jedoch der Fokus der Öffentlichkeit immer mehr auf uns gerichtet wurde, da hat Roman kalte Füße bekommen. Er machte sich aus dem Staub und riet mir, dasselbe zu tun. Früher oder später würde seine Masche aufgehen. Und so ist es ja auch gekommen. Es hatten die Demonstranten sogar recht am Ende. Doch ich konnte das Krankenhaus nicht in so einer Notlage allein lassen. Ich werde für das, was ich getan habe, gerade stehen. Es tut mir alles so leid. Ich hätte... Reißen Sie sich zusammen.
Gucken Sie sich doch mal an. Ich bin so wütend, das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Wenn Ihnen wirklich etwas an uns und dem St. Ursula liegt, dann bewegen Sie sich und helfen der Belegschaft. Und zwar jetzt. Wir haben keine Zeit für Ihre Rumheulerei. Aber ich. Dr. Kochowski, was ist hier los? Finny, was machen Sie hier? Ich dachte, Sie sind im fünften. Wie auch immer, der Strom ist ausgefallen. Vielleicht haben wir das Netz überlastet. Das Krankenhaus wird über Notstrom betrieben. Ich spreche mit Gregor. Wir werden das Problem schnell in den Griff bekommen. Ich werde mich versichern, dass alle Stationen weiterarbeiten können. Finny, gehen Sie bitte auf unsere Station. Stellen Sie nach mir und sehen Sie nach mir und den anderen. Und was ist mit Karl? Karl ist äußerst erfahren. Er wird ein paar Minuten ohne Sie auskommen. Ich komme gleich dazu. Verstanden. Ich hoffe, es gibt keine Probleme. Karl kriegt doch im fünften Probleme. Ist doch gerade gefährlich dort. Das war da nicht. Mist. Mir, der Strom ist ausgefallen. Ja, das sehe ich wohl. Beziehungsweise sehe ich nicht besonders viel gerade. Kommt ihr hier klar? Braucht ihr Unterstützung? Es geht. Wir kommen schon klar. Sandra hat die Station voll im Griff. Wo ist Dr. Krakowski? Sie schaut nach, ob alle Stationen versorgt sind. Dr. Theobald kümmert sich um den Stromausfall. Dr. Theobald? Was sagst du? Ja, er ist wieder da. Ich habe ihn gerade getroffen, als er sich vor Dr. Krakowski erklärt hat. Er war. Große Güte. Was ist los? Riechst du das, Mia? Was meinst du? Es riecht nach Rauch. Der fünfte Stock, er brennt. Was sagst du da? Wir haben die Station gerade in Betrieb genommen. Alles lief super. Es gab einen lauten Knall. Funken flogen durch die Luft. Der ganze alte Schrott da oben hat Feuer gefangen. Wir müssen hier schnell raus. Wo ist Karl? Er ist immer noch oben. Wir versuchen gerade die Leute da rauszuholen. Mia, ich gehe hoch. Ich muss nach Karl sehen. Soll ich mitkommen? Bleib du hier. Kümmere dich darum, dass die Station evakuiert wird. Ich. Okay, ich schaff das. René, hilf mir bitte. Na klar. Wir sehen uns gleich. Oh Gott. Action. Das wird jetzt ein Action-Finale. Ich vermute mal, dass das Finale ist. Was sonst? Oh, Bayer. Feuerwehrmann Finny. Rette Karl. Karl, bist du hier irgendwo? Hier drüben. Schnell, wir brauchen Hilfe. Das Bett klemmt. Pack mal mit an. Was läuft denn hier eigentlich verkehrt? Der Fahrstuhl wird nicht funktionieren. Das ist fast schief gegangen. Danke, Finley. Was machen wir jetzt? Wir müssen das Feuer löschen. Zuerst bringen wir die Leute hier raus. Es gibt einen Plan für sowas. Wir evakuieren alle in die Turnhalle der Schule. Dort machen wir dann weiter, bis der Brand gelöscht ist. Melden uns bei den Krankenhäusern in der Nähe. Und werden die Leute so schnell wie es geht darauf verteilen. Bis dahin machen wir weiter. Also alle raus. Alle raus. Wir können die Aufzüge nicht benutzen. Wir müssen die Leute also nach unten tragen. Benjamin und ich übernehmen das Treppenhaus. Geh du nach unten und nimm die Betten entgegen.
Jimmy und Archie werden schon am Vordereingang warten. Bring die Betten bitte nach vorne. Was mit den anderen Stationen? Dort wird gerade dasselbe passieren. Meinst du, Dr. Kostki und Mia kommen klar? Ja, wir werden sie gleich unterstützen. Die Situation hier oben war zum Glück noch nicht voll belegt. Station. Okay. Los jetzt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Na komm. Patient nehmen. Wie sieht es oben aus? Benjamin und Karl evakuieren die Leute in den Betten. Sehr gut, wir sind auch dabei. Wir brauchen unten noch Leute, die beim Transport helfen. Ich bin schon unterwegs. Ich hoffe mal, die kommen klar. Mia, geht es dir gut? Ja, alles okay, der Rauch ist nicht überall. Die fünfte Etage sieht, steht in Flammen. Wir müssen die Leute hier schnell rausbekommen. Sandra und ich organisieren gerade die Evakuierung unserer Station. Wir bringen die Leute nach unten. Ich helfe sie zum Haupteingang zu schieben. Sehr gut. Bitte pass auf dich auf, Finley. Du auch. Wir sehen uns gleich. Es wird mich echt nicht wundern, wenn da jemand gebrandstiftet hat. Wir haben fast alle evakuiert. Unten wird aber noch dringend Hilfe benötigt. Wenn das nicht diese Irren waren. Ich kann das nicht glauben. Wie konnte das passieren? Hat doch jemand das Krankenhaus in Brand gesteckt. Das würde mich gerade echt nicht wundern. Oh je. Schnell raus mit dir. Oh, verdammt mich. Okay, dann haben wir sich halt gemacht. Komm Leute, helft mal mit. Alleine wird das nichts. Ich wollte gerade gucken, ob ich die vielleicht nacheinander, ob ich die gleichzeitig, ob ich immer der eine Stück, der nächste ein Stück, das man dann das am Ende nur noch schubsen muss. Weiter. Schnell. Nochmal gucken, ob hier noch irgendjemand ist. Hier sind noch Leute, oh Gott. Wir können vielleicht nicht alle retten. Ich gebe mein Bestes. Du sollst aber dabei nicht selber raufgehen, finde ich. Du musst dich auch selber retten. Finde ich. Sie sind ja immer noch hier. Gehen Sie endlich. Nehmen Sie den nächsten Transport zur Turnhalle. Das ist der Belegschaft ist schon unterwegs. Sie werden uns sicher gebraucht. Soll ich nicht nochmal durch das Krankenhaus gehen? Jetzt haben wir noch Leute übersehen. Ich war bereits auf vielen Stationen. Ich gehe noch die letzte Runde durch das Erdgeschoss und komme dann nach. Ich begleite sie. Sie haben das gut gemacht, besser als ich das könnte. Mir wird schon nichts passieren. Ich halte mich einfach an meinem Stethoskop fest. Fahren Sie nun. Und danke für die. Oh je.
Los, rein mit dir. Die anderen brauchen nicht. Finny, da sind sie ja. Wir können jetzt jede behelfende Hand gebrauchen. Los, versorgen Sie die Erkrankten so gut es geht. Ich teile die Teams ein und werde dann mithelfen. Na komm. Jetzt muss das mal klappen. Wo ist das verdammte P? I. C. V. A. B. R. Y. U. Vielleicht der nächste. Oh Gott. Wir machen es gut, es geht. Aber es ist nur für ein Ziel reicht, Hauptsache es reicht. Hauptsache der Patient bleibt am Leben. Das ist jetzt alles, was zählt. Leistung ist jetzt gerade nicht die Zeit. Ich eile. Oh Gott. Ich darf nicht so viele Fehler machen hier. Oh je. Na komm. Na komm. Finny, lassen Sie es. Dr. Kokowski, gut, dass Sie da sind. Patient geht es immer schlechter. Sie können ihr nicht mehr helfen. Aber sehen Sie es nicht, die Frau stirbt bereits. Aber ich kann. Sie können mir helfen. Ich brauche Sie vorne dringend. Kommen Sie mit, schnell. Kannst nicht alle retten, Finny. Kannst nur das Beste tun, was du kannst. Stehe die Nacht. Völlig ausgebrannt. Nach dieser Chaosnacht. Im wortwörtlichen Worte, Sinne, im wortwörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne.
Oh je. Yeah. Jetzt ist denn der gebrannt. Fall of Porcupine. Dedicated to people who work in the healthcare. Sag nicht, das ist das Ende. Sieht leider sehr danach aus. Die Credits. Oh, weia. Das sind wohl die Credits. Ja, wir wissen nicht, ob da jemand noch gezündelt hat oder weiter. Kann man nur vermuten. Ist dann der Job der Polizei, das herauszufinden. Vielleicht war es auch einfach der Sicherungskasten. Das war der Strom, der dort einfach. Die Station war außer Betrieb. Der ist da. Vielleicht hat das da einfach einen Funken. Ein Funken ist da übergegangen und hat Sachen in die Wand gesteckt, die da noch rumlagen. Und zwar einfach ein Unfall. Weiß man nicht. Die Vermutung liegt natürlich jetzt wieder nahe zu sagen, die Idioten dort, die streitsuchenden Deppen dort, der Frosch und der, weiß nicht, was das andere für ein Tier war, der Hund, liegt die Vermutung nahe dazu zu denken, dass die gezündet haben, aber ja. Bleiben wir mal bei der Unschuldsvermutung und sagen mal, ja, kann auch einfach nur ein Unfall passiert sein. It's a fine line between good times and memories, just one breath away from eternity. Oh, summer's gone by. Jetzt wird verhaftet. Ja. Für den Mist, den er gebaut hat, mit dem haben wir jetzt noch erfahren. Mit den Finanzen. Wir kriegen eine Blume geschenkt. Die saufen wieder irgendwas Giftiges. Die beiden. Wir landen doch dann gleich wieder ins Krankenhaus. Er geht seine Mutter besuchen. Die Figur seiner Mutter zum Licht. It's a fine line between good times and memories. Just one breath away from eternity. Our summer's gone by in a blink of an eye. Summer's gone by in a blink of an eye. Our summer's gone by. Ja, was soll ich noch sagen? Ein sehr tolles Spiel. Das Ende ein bisschen uff gewesen jetzt, aber. Special thanks to all the anonymous in New York. Okay. You're still stuck in my head. You're still stuck in my head. Fall of Porcupine. Oh no. Sag nicht. Ah, puh. Ich wollte gerade sagen. Aber das ist doch der Chefarzt, der ist im Krankenhaus verbrannt. Ich wollte schon sagen, Findi.
Jo. Dann hast du durchgespielt. Das war voll auf Puckbein. Ein schönes kleines Spiel. Was die Missstände im Gesundheitssystem aufgezeigt hat. Ja, wirklich, das ist da. Auch wenn das Ende jetzt, ja, das lädt natürlich zum Nachdenken ein. Und ist auch richtig so. Das Ende hätte ein bisschen schöner sein können. Aber naja. Der Finny wird ein neues Krankenhaus finden oder das Krankenhaus neu erbaut werden. Man wird sich irgendwie. Man wird. Der Protest wird verstreichen, das wird schon wieder. Es wird alles gut werden. Es werden stressige Tage, aber ja. Finny hat ja seine Freunde, wie wir gesehen haben. Von der Blumen geschenkt bekommt, mit denen er gemeinsam die Puppen im Todeswald besuchen geht. Ja, und natürlich auch seine Kollegen, Freunde, der Karl und die Pia heißt sie, glaube ich. Hieß sie so? Pina war sie, glaube ich. Pina, nicht Pia. Ja. Da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, spielt es selbst. Ganz gerne. Vielleicht könnte noch einiges die Leistungen bei den ganzen Minispielen da besser machen. Ein bisschen bessere Leistungen machen. Auch wenn ich sagen muss, meine war jetzt nicht ganz grausam. Zwar zwischendurch ein bisschen, ja, das ein oder andere Minispiel habe ich ein bisschen verkackt. Ich habe da manchmal schon so die C-Leistung gekriegt, die man, das hätte man besser machen können, hätte man eine B- oder eine A-Leistung draus machen können. Da wäre ich mal gespannt, was passiert wäre, wenn ich immer nur. Müssen wir uns vielleicht nochmal durchspielen und immer überall A-Leistungen machen. Aber ja, immer überall A-Leistungen machen, weiß nicht, ob das möglich ist. Da muss man schon top sein. Ja. Schönes Spiel. Daumen mich nach oben für dieses Spiel. Daumen mich nach oben auf YouTube, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Auf diesem Kanal. Beim nächsten Video schon heute. Ciao, YouTube. Haut da, ne? Ciao. Thank you.